Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Spelunky oder Spelunky, wie auch immer. Ich weiß, es ist gerade sehr, sehr laut. Ich habe das aber auch schon in den Einstellungen ein wenig runtergefahren und jetzt ist die Musik weg. So, Gott sei Dank. Ich hatte das auch schon geändert. Erstmal herzlich willkommen zu Spelunky nochmal. Einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel und ja, momentan läuft ja auch Minecraft noch und ich hatte mir einfach mal gedacht, zeige ich mal was Neues, was... Ich weiß nicht, ob es welche interessiert. Vielleicht interessiert es ja einigen. Vielleicht trauen sie sich nicht, das runterzuladen. Denn momentan gibt es ja dieses Ganze für PlayStation Plus Mitglieder kostenlos. Und ja, ich möchte euch das Ganze vorstellen. Das Ganze ist ein Action-Jump-Run-Action-Adventure von zwei Entwicklern von Bliss Studios, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht richtig vertue. Und das Ganze hat so Random-Levels, ja, also immer wieder ist es anders. Und ich find's lustig, ich war, bevor ich die Aufnahme jetzt gestartet hatte, oder ich hatte ja vorher schon ein paar Testaufnahmen gestartet, bin ich natürlich auch in den Steuerungen, in den Einstellungen gewesen. Und ja, ich möchte euch da mal was zeigen. Und zwar in den Einstellungen gibt's hier einmal den Frauenstil. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das die Charaktere sind. Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach mal auf der Standardeinstellung von der Frau. Okay. Es sind anscheinend so, glaube ich, Töne. Wenn ich das jetzt richtig, ich weiß es nicht, ich lasse es einfach so. Ja, und bevor ich jetzt hier großartig rumblubbel, werde ich einfach mal, nein, natürlich nicht ein LAN-Spiel, sondern direkt spielen. Und Abenteuer, begib dich auf die Suche nach dem legendären Olmec-Schatz. Geh allein mit deinen Freunden. Geh alleine oder mit deinen Freunden. Das ist das Abenteuer. Tagesaufgabe. Tritt im heutigen Abenteuer gegen andere Online-Forscher an. Du hast nur einen Versuch. Todeskampf. Finde bei einem tödlichen Wettkampf heraus, wer der talentierteste Abenteurer ist. Okay, dann machen wir mal Abenteuer. Ja, natürlich den Singleplayer. Und dann schauen wir mal. So, Abenteuer wählen. Man kann das Ganze, so wie man es hier sieht, zu viert an einer Konsole spielen. Lustig wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier voll vier Freunde hätte, wäre natürlich jeder ein Headset und so. Das wäre richtig klasse. Aber ich werde das Ganze alleine spielen und wähle hier meinen Charakter aus. Da haben wir schon gerade gesehen, hier diesen, ja, Indiana Jones für Arme, diesen kleinen. So, dann haben wir hier noch so einen Buddha. Wen haben wir denn noch? Oh, so ein Roboter. So wie Wally. Der Zyklop. Wer ist er? Bob der Baumeister? Mhm, so ein Wikinger. Dann haben wir noch hier so ein Ninja. Wen haben wir denn noch? Mein Gott, so viel. Guck mal, das ist doch Conchita nicht. Wie heißt sie denn nochmal? Das ist die, ich komme nicht drauf. Tine Wittler, genau, Tine Wittler. Da haben wir sie wieder. Okay, hier ist ein Eskimo. Okay, da ist noch gesperrt. Da ist auch noch gesperrt. Da ist noch gesperrt. Da sind noch so ganz viele Charaktere. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel. Shit. Oh, da war noch jemand. Wer ist er denn? Ich bin's. Frank. Frank the Tank. Falls das niemand was sagt, Frank the Tank, einfach mal Oldschool den Film gucken. Total klasse. Kann ich nur jedem empfehlen. So, da haben wir hier Frieda Gold. Und dann haben wir hier den hallo, ich bin der Randit. Ich bin der Randit. Ich habe meine Bonita. Ich weiß gar nicht, wen wähle ich denn? Ich glaube, ich werde den Zyklopen wählen. So, dann schauen wir mal. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel selber gar nicht. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie man steuert. Also es kann heiter werden, ja? Da kommen wir schon. Verbrenne nicht den Hintern. So, da sind wir auch schon. Okay, ich kann mit dem linken Stick, kann ich also... Okay, ich kann mich... Ich kann auch kriechen! Ich kann mit X springen. Ich kann... Hätte ich mal doch lieber Indiana Jones nehmen sollen, wa? Oh, ich kann das Feuer ausmachen, oder? Ich kann mit Viereck kann ich meine Fleischpeitsche auspacken. Kann ich denn hier auch was greifen? Ich kann mit den anderen Sticks aber... Ah, okay, ich kann auch nach oben gucken. Ah, ich kann auch mit dem Digi-Kreuz, kann ich auch steuern. Touchpad ist unbenutzbar, Sticks reindrücken auch. Okay, dann wollen wir mal. Und probieren wir aus. Was können wir denn hier? Aha. Was haben wir da? Du hast ein Tagebuch gefunden. Drücke Touchpad, um es zu öffnen. Natürlich. Hallo, mein Name ist Young. Und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht.
Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Man sieht nie denselben Raum zweimal. Also da ist, wie ich schon sagte, dieses Random, was halt in diesem Spiel so ganz toll sein soll, ganz besonders. Schauen wir mal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Leute auf ewig in die Höllen einschließt. In die Höhlen einschließt, Entschuldigung. Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlagen der Bewegung und des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Dann schauen wir mal. Ach, da sind wir jetzt. Okay, warum mussten wir dann einen Charakter auswählen? Weiß ich nicht. So, dann geht's jetzt los. Tutorial. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal die Grundlagen. Aha, X ist springen. Ja, sehr schön. Oh. Ach so, okay. Ah, an Kanten kann man noch. Okay. Ist es denn jetzt so wie Super Mario? Kann man da drauf springen? Schauen wir mal. Ja, sehr geil. So, was kann ich gut gebrauchen. Neuer Tagebucheintrag. So, was haben wir denn hier? Orte? Okay, hier haben wir noch die ganzen Orte. Monster. Ah, Monster. Schlange. Das Verderben eines jeden Abenteurers versteckt sich gern in Töpfen. Naja. Das ist ja, oh, das ist ja eine coole Animation. Kann ich nur... So, da hat ja der liebe, na, wie heißt er denn? Kinders, wie heißt denn nochmal der Schauspieler von, Indiana Jones? Ich meinte, ich komme da drauf, ich komme jetzt... Ach, mit R1 kann man... Ah, da kann man mit weiterspringen. Ah, okay. Ah, ah. Ach, da kann man auch mit rennen. Juhu, juhu. Sehr schön. Boah, wie heißt er denn jetzt nochmal? Nee, Bruce Wayne. Nein, Bruce Wayne war Batman. Komme ich jetzt da drauf? Okay, wie heißt er denn nochmal? John Wayne war es auch nicht. Oh, aua. Ja, ich weiß es echt nicht. Ich komme gerade partout nicht drauf. Harrison Ford, genau. Jetzt, jetzt ja. Eine Insel. Ah, bis jetzt habe ich richtig gefällt's mir. Ich darf nicht zu viel R1 drücken. So, komm, mein Kleiner. Sammel schön die Goldmünzen ein. Oder die Goldtaler. Die Frage ist doch jetzt, oben war noch ein Bereich, den wir noch nicht waren. Den möchte ich doch nochmal besuchen gehen. Und wie kommen wir da hin? Wie sollen wir denn da hinkommen, da unten? Oder da kriegen wir vielleicht noch irgendwie so eine Art wie Dynamit oder sowas. Schauen wir mal. Ja, Grafikstil sehr nice. Gefällt mir richtig gut. Also top. Ja, für so ein Jump'n'Run-Dingen schon echt cool gemacht. Schauen wir mal, was uns sonst noch erwartet. Ah, hier haben wir noch ein paar. Oh, da oben haben wir noch mehr. Ah, wir wissen natürlich auch nicht, wie Leitern funktionieren. Okay. Aber das wissen wir ja jetzt. Und somit haben wir dann auch... Mein Gott, toll. Und wieder ein Indie-Titel quasi auf meinem Channel. Den ihr verfolgen könnt. Wenn ihr dazu Lust habt, schreibt einfach in die Kommentare, ob euch das gefällt. So, wunderbar. Oben links sehen wir 3 Leben, dann 0 Bomben, 0 Seile, wenn ich das richtig sehe. Und 10.600 Dollar. Oh, das kann lustig werden. Ich sehe es jetzt schon. So. Ja, und ich habe mir mal gedacht, ach, mache ich mal ein paar Aufnahmen von einem neuen Titel. Und, dann schauen wir doch mal. So. Die Reise war schwieriger, als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen, in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Doch ganz ehrlich, was auch passierte, ich bin immer wieder am Eingang der Mine aufgewacht. Es ist fast so, als würde hier unten selbst Gevatter Tod die Orientierung verlieren. Trotz dieser unheimlichen
Ereignisse bleibe ich auf den anstrengenden Aufgaben konzentriert. Ich schreite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Ja, ja. Oh, okay. Din, 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 din. Sehr schön. Okay, damit können wir natürlich laufen. Peitsch! Okay. Kisten können wir also auch... Okay, Tagebucheintrag. Eine Tasche mit 3 Bomben. Aha. Kann man da auch irgendwas drücken? Okay, um mehr zu erfahren geht es anscheinend nicht. Schauen wir mal, wie wir die benutzen können. Hier haben wir eine... Oh, sehr schön. Wir können wahrscheinlich damit irgendwie was... Na? Na? Wie komme ich... Also. Wir können wahrscheinlich damit irgendwas wegsprengen. Ich meine, so viel Gold wie in der Höhle hier, wenn man mal hier so sieht, hier unten. Da unten ist überall Gold. Da braucht man ein paar Bomben und dann hat er schon genug. Da braucht er nur nach oben gehen. Aber man sagte ja, oder... Es heißt ja, dass hier die... Neuer Tagebucheintrag. Dieses Tier verspeist bevorzugt Käfer, greift aber auch Menschen an, wenn es hungrig ist. Mhm. Ist mir neu. Oh. Ah, okay, man kann mit Kreis also... Oh, hoppala. Mit Kreis kann man also Bomben werfen. Ich weiß aber nicht, was mich... Bringt mir das was? Oh. Ah, das ist ja cool. Da kommt man also in Bereiche rein, die man vorher nicht betreten kann. Das ist natürlich sehr nice. So, neuer Tagebucheintrag. Jeder Forscher braucht Seile. Vor allem, um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Das mag sein. Aha. Da haben wir es schon mal. Wie mache ich das denn? Ach so, okay. Das ist ja nice. Hui, das ist ja cool. Nee, nein. Nein, da. Tudelin. Ich finde da den Soundtrack schön entspannt, also nicht so sehr aufdringlich und nervig. So. Das... Ich denke mir mal, das ist jetzt noch relativ alles einfach und easy. Das wird wahrscheinlich im späteren Verlauf des Spiels noch richtig schwer... Mist, wie komme ich denn jetzt da hoch? Seil, ne? Genau. Sollten vielleicht, oh hoppala, sollten vielleicht auch ein bisschen sparsamer mit den Seilen umgehen, weil man weiß ja nicht, wie viel man so braucht, auch um... Okay, da könnte man eine Bombe gut... Hup. Ah, guck an. Das ist natürlich interessant. Ist ein bisschen wie Bomberman, finde ich. Was war das? Ich habe aber keine... Ach so, ist das also. Okay, solche Steine können wir also wegschieben. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Sehr schön, sehr nice. Ja, falls sich jetzt einige fragen... Der Reflex, der hat jetzt schon seit längerem nichts mehr aufgenommen. Und wann nimmt er eigentlich immer seine Let's Plays auf? Ja, ich habe mich einfach mal für dieses Spiel entschieden. Einfach mal relativ spät, weil sonst nehme ich eigentlich immer so nachmittags auf. Oder halt spät nachmittags. Und dieses Let's Play hier, ja, ist schon relativ spät. Wir haben schon mittlerweile... wir haben es mittlerweile schon 20 nach 9. Und ich habe mich einfach mal dazu entschieden. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen ich aufnehmen werde. Schauen wir mal. Ich denke immer, das werden ein paar werden. Sehr schön. Ah, man kann also mehr als wie 3 Bomben und so aufnehmen. Das ist natürlich supi. So, das haben wir. Sehr schön, sehr nice. Cool. Neulich hatte ich am Ende der Mine einen Einblick in ein üppiges Paradies. Wie kann so weit unten dem Erdboden nur so ein solch ein soll nur ein solcher Ort existieren? Und was liegt dahinter? Die Händler der Höhlen reden von noch fabelhafteren Gewölben weiter unten, von alten Ruinen aus Gold. Allein die Idee bringt mein rastloses Herz zum Rasen. Ratatadam, ratatadam. Ja, und was uns hier erwartet in Tutorial 3, würde ich sagen, sehen wir in einer weiteren Folge Spielunki. Spielunki. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Schreibt fleißig Kommentare und ja, bis demnächst. Tschüss.